Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Baltic Sea im LS19 zusammen mit dem Philipp und dem Sebi. Einen wunderschönen. Hallo. Ich habe es endlich geschafft, den Namen richtig auszusprechen. Ja, ja. Ja. Tag, Emon. Ja, da kann man hier gut, ruhig mal klatschen. Ja, da kann man mal klatschen. Mhm. Dann auf jeden Fall. Ja, ihr seht, ich hab's auch bei hier mit dem Grubern. Scheimeng. Warte. Ich bin unterwegs, ne? Und machst du den? Also mit der Seemaschine. Ja. Da kommt der angewitzt. Keiner hat's gesehen. Die drei Vollidioten machen eins. Was? Was hast du gesagt? Drei Vollidioten sind an einem Feld. Ja. Das ja, stimmt da immer mal, ne? Kann da einfach dran. Also haben wir gesagt, wir wollen Sojabohnen draufballern, ne? Wenn ich mich da noch recht erinnere. Da war doch was, oder? Jo, sie fühlen mich gerade allein gelassen. Ja. Okay. Da hab ich eine kurze Schockung gleich mal Radio machen. So. Oh, schon gleich viel schöner, du. Dann hört ihr überhaupt? Ja. Ja. Also egal, ob ich immer raus bin, mein Bild ist gleich laut. Ja, ich glaube noch eine Bahn habe ich nicht durch. Ein bisschen mehr noch. Ja, mei. So. Los geht's. Ach ja, ach ja. Gucken wir gleich nochmal nach einer schönen Mission um. Die wo wir jetzt dann machen könnten demnächst. Ja. Was ist das? Das könnte ich auch machen. Jetzt wohne ich also wieder, aber ich nicht mehr beschäftigt. Wo? Kann man sie eine Bahn noch! So. Den Eumel hier. Kann man sich angucken. So. Dann geht das ab, du. Ja. Soll ich jetzt ab? Hallo? So, jetzt. Ich war direkt. Müsste laufen. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Was gibt's denn hier noch? Meine Reifen sind weiß. Ja, die sind normal. Wir. Dünge. Oh. Wessen Reifen sind weiß? Meine. Meine. Ernten, 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 ernten. Dünge. Ich bin genau hinter dir. Ja, und? Und ich würde sagen, der beste. Und Johnny hat danach definitiv eine Wäsche verdient. Mann, ey, also, Jungs, hatte jeder jetzt staubt rein, ich mach die Kabine dicht. Ja, ey, oh, es wird oh, jetzt wird er weiß, doch. Jetzt wird er weiß. Apropos weiß, bei uns in Bayern, Raum München, wo ist er denn? Oh Gott, ist er wieder zack. Augsburg. Ja, Augsburg, München und sowas. Aber München ist doch die bisschen größere Metropole. Aber die Frage ist, wie es so wird, wenn ich über den Acker fahre, bzw. wenn es gekalkt ist, auch die Scheimengen weiß. Gut, lassen wir das Thema. Und ich bin wieder sauber. Und ich habe weiße Reifen. Ja, das gibt auch irgendwo Sinn. Ja, irgendwo. Da haben wir den, genau, stimmt, da hinten. Die große Frage ist, wo ergibt es Sinn? Wo war noch mal der Kalkstreuer? Hä? Wurde er neu gekauft? Ja, wo kommt der Kalkstreuer hin? Den kannst du mir dann gleich geben, den brauche ich dann kurz. Und dann hängen die ab. Dünginski. Abputzen gleich. Okay. Alter, hallo. Ich stehe hier schon, ne? Entschuldigung. Hast du mal so ein Bremsen gekriegt?
Haben wir das auch geklärt? Ja. Ja. Also es sind 50 km/h Schlepper, dann müsste normalerweise Allradbremse haben. Selbst mein hat Allradbremse, ne? Also passt. Ich habe erst Spätbremsen angefangen. Ich stand da aber schon länger, ne? Ja. Ist der dir reingefahren, Flo? Hm? Ist der dir reingefahren? Ja. Mich hat's 5 Meter vorgeschoben. Was? Kick it, was? Warte. Oh, war das gerade knapp. Eieiei. Ich bin ja mit Absicht nicht reingefahren. Flo, soll ich den Steuer abhängen? Ja, stell einfach dahin. Dann guck ich den da an. Gut. Passt. Philipp, was kann ich jetzt machen? Also, wo kann ich mich jetzt lustig machen? Du kannst dich auch entweder um eine Mission kümmern. Welche Missionen haben wir überhaupt? Werde ich mich jetzt irgendwie dran machen? Warte mal, lade ich die erstmal. Du hast noch keine Mission an. Warte mal. Ich stell die mal dahin, ne? Weiß nicht. Ist. Ne, Drescher haben wir ja keine. So, wir machen jetzt immer auf den Weg zum Handy und holen uns dann mal ein paar Pickpacks, ne? So. Hey, wie wär's mit dem Auftrag für auf der Feld? Wie wär's mit dem Auftrag auf Feld 42 Ernten, Kartoffeln und ja, fast 20.000 wird man dafür bekommen. Wenn du das magst, gerne. Ich schau jetzt mal, wie groß Feld 24 ist. Ich hab gerade nachgeschaut, ne? Ich habe auf der Rade Feld 3 so gut wie alleine gemacht. Ja, und ich habe dir noch ein bisschen geholfen. Wie groß und ist du hast mir geholfen und der und ich habe mich also gekümmert, meine ich jetzt. Was? Also ich habe genug von Kartoffeln, richtig gesagt habe. Ja, das glaube ich. Mehrere Düngemissionen aktiviert. Hm? Schnappst du gerade die ganzen Düngemissionen weg? Ich habe die alle aktiviert, ja. Oder auf der 23. Such dir raus, was du machen willst. Ich mach Ernten. Wir haben die Geräte, dann soll ich die ausleihen? Ja, wenn wir sie nicht haben. Gut, dann wird es ohne was schwierig, die Mission zu machen. Dann haben wir sie jetzt. Ich räume mir aber erst mein Traktor auf. Jetzt müssen wir 5 fahren. Wie auf der Rade. Moin. So. Schön, dann haben wir drüber Feedbacks. Nee, ja. So, Leute. Nee. Ah, oh, Feedback. Haben wir? Nee, danke. Hat's gesehen. Gut. Wir gehen dann. Hast du die ausgeliehenen Fahrzeuge gesehen? Die Reifen sind nicht mal mehr ansatzweise schwarz, ne? Das ist krank. Sind ja auch schon weiß. Kann mir einer erklären, warum die Reifen innen drinnen auch weiß, also die Felgen auch weiß sind? Wahrscheinlich weiße E-Stamm. Weiße? E-Stamm. So, mein Abfahrer steht. Das kann gut sein, ja. Warte mal, ich muss jetzt ganz kurz gucken. Home Video mit drauf, ich hoff's. So. Ja, das ist gut. 4-mal vorgewendet müsste reichen. Wir sehen uns, Flo. Ja. Na, wo ist denn der Pick? Kalk. Saatgut. Ah, Fertilizer, da. Der kostet 500, der geht eigentlich voll klar. Apropos, bevor ich überhaupt abziehe. Alter, schick du hin. Der passt da. Flo, ja, wie weit Stasi kurz schauen kann.
Ich muss bei 42. 500 Euro Baukosten? Ich habe uns diesen Tank da erzählt. Ja. Ja, voll. Wenn man da definitiv, soweit ich weiß, billig gekommen, das sind mit Big Bags. Ja, das kann gut sein. Weil so ein Dünger-Big Bag kostet 2000 knapp. Dann ist es definitiv billig. Ah, Kartoffelroden. So, ich lasse einfach folgen und dann komme ich irgendwann dahin, wo ich will. Ja, davon ist wieder recht gut. Oh, ich bin endlich am Feld. Wunderbar. Mist. Oh, Ladekor. GPS. Und kein Geld. Ah, wo steht oben irgendwo? Das kann gut sein. Und sonst nichts erwischt. Ja, da steht noch einer, oder? Ja. Das können wir warten. So, dann geht's mal gleich mal ab. Soll ich dir vielleicht sagen, Flo? Ich bin gerade im GPS. 27. Ah, die ist ja gleich hier vorne. So. Ah, der redet vor unserem Hof, ja gut. Mhm. Lass wir kaufen danach. Mhm. Soll ich so eine Dinger-Mission für so 2000, 3000 Euro machen? Dann haben wir so 3, dann haben wir so 14.000 und so, kann ich auch gleich das Feld kaufen? Ja, sie so, ja, wie viel? 14.000? Geht doch klar. Also mit meiner Mission könnten wir, verdient man sogar fast über 20.000. Ja, mit dem, wo ich machen, boah, ungefähr auch so was. Bin ich schon da? Nee. Da vorne muss ich dann. Okay. Ach, gut, dass ich weiß, dass das ein Zweireihe ist. Ja, da ne, vier Reihen kann der gleichzeitig machen und ich muss genau schauen, dass ich mittig auch zwischen zwei Reihen fahre. Ja, jetzt sind wir da. Aha. Schon klappt das. Schon werde ich. Dann machen wir mal ruhig mit GPS an, ne? Ja, die Karte muss man vielleicht noch ein bisschen verändern. Ja. Ich hab wieder Krämpfe, danke. Ja, und so passt's. Denkt ihr, wir haben bald, wir holen uns auch bald die dicke Bärte hier auf dieser Map? Wir wollen hier nicht so schnell groß werden. Nee, wenn wir dann groß sind. Können wir dann schon machen, aber ich glaube, das wird noch eine gute Weile dauern. Ja. Das liegt noch in Sternen. Das ist mal eine Million arm. Wir haben momentan, ja. Fast schon auf unser Konto hoch. Stabil. Das ist nicht mal eine Ansage. Ey, ist euch aufgefallen, wir haben genauso viel, ungefähr genauso viel Geld, wie gerade Uhrzeit ist? Ja. Ja. Wir haben fast 11.000 und wir haben jetzt da 11 Uhr. Wir 11 haben 11.53 und 11.402 haben wir. Mhm. 11.402, ja genau. Das. Jetzt bräuchte ich gleich mal einen Opfer. Ja. Hab ich. Ja. Was ist? Ja, ich hab grad geschaut. Ich hab grad was geschaut. Achso. Ich hab grad ungefähr eine Schätzung gemacht, wie lange ihr mich auf der 42 sehen werdet. Ihr werdet mich mehr
in ein paar Wochen nicht mehr auf dem wieder am Hof sehen. Bis in 5 Jahre. Jo, schön gewesen. Ey Flo. Ey nein, warte mal, Sebi. Ja. Dein Zeug muss halt zum Hafen hoch, ne? Ja. Wie sind die? Du hast ein gutes Stück zum Fahren, ne? Komm dann vielleicht, also wenn ich fertig bin mit 10, werde ich dich abfahren mit meinem Johnny. Ja, da fahren wir mit mehreren Fahrzeugen am besten ab. Ja. Wisst ihr. Ich weiß selber nicht, wie ich auswählen. Weil ich bin eh gleich voll, dann mache ich das, wenn ich voll bin. Und ist da jetzt der nächste wunderbar. Ich muss aber nur mal kurz nach wo ich stehe. Ja, da habe ich deutlich was zu fahren. Farmhaus? Nee. Abzähl, David, bist du was zu fahren? Ah, okay. Ja, es geht ja noch. Ist ja unser Flug eigentlich schon daheim? Nee, ne? Nee, er steht auch noch am Hinterrum. Ich war nur lange mit dem Dünger, weil sie zumindest noch drin durchhalten. Aber es ist ein gutes Stück. So. Komm, oh, ich bin sogar rumgekommen. So, jetzt fange ich in der Spitze an. Ich muss nur warten, bis oben rechts die grüne Meldung auftaucht. Dann müsste sie gleich kommen. Ah, da haben wir sie schon. Fahr gleich zum nächsten Feld, würde ich sagen. So. Ja. Eins davon ist Feld 38. Flo, oder? Warte. Abschließen. Könnte man jetzt ja, sogar die 38 schon. 38 ist relativ genau. Was gerade dünkt, Arsch? Das könnte man jetzt schon kaufen. Feld 27. Feld 38 ist relativ groß, ne Flo? Ja, ich weiß. Super war es, glaube ich. Feld 27 ist gar nicht so teuer. Okay. 130.000. Ja. Für die Größe ist es relativ billig. Ja. Im Gegenzug zur Rade. Ja, da darf man sagen, das auf jeden Fall. Hallo. Ah. So, warte mal. Tessie, ey, Park, was ist denn das? Ich hab fast die Hälfte vom Feld. Jetzt schon? Ja, okay, gut, wir ja. Haben 3 Meter. Ich hab 3 Meter und ich fahre 15 km/h per Mal. Ja, okay, für Feld 38 kriegen wir 11.000, ne? Ja, ist schon ein gutes Stück. Aber wir müssen dazu berechnen, ich glaube so 3.000 Euro kommen bloß an Dünger weg. Das würde nicht reichen. Also im Prinzip, wir haben vorher, ich glaube knapp 20.000 für Dünger ausgegeben, das sein. Ja. Wenn wir 20.000 Euro für Dünger ausgegeben haben, dann machen wir ein bisschen Plus. Machen wir erst ab Feld 13 Plus, also wir machen 3.000 Euro Plus. Ja. Gut. So viel dazu. Ja. Bisschen mehr. 4.000 Euro oder so. Haben wir das auch durchgeredet? Ja. Hier ist ein Burg. Ah. Ich
bist in Felsbrus an, Felsbrus, genau. Felsbrunn hier angelegt. Felsbrunn. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar in Frankreich so, dass da viele alte Burgen gibt, oder? So Ruinen. Du. Da gab's doch irgend so komisch, komisch Chaos. Da gab's doch irgendwie so komischen, irgend so einen großen, keine Ahnung. Alter, große! Der war doch ein Franzose. Da merkt man, wie ich aufgepasst habe. Das ist schon wieder ein gutes Stück her, aber soweit ich noch weiß, war der nicht Franzose. Nur mal nicht irgend so ein Leo, keine Ahnung, wie der hieß. I don't know. Ach, Napoleon! Oder? Napoleon? Ah, ich weiß gar nicht, hat er so viele Burgen gebaut? Da gibt's doch irgendwie so eine Napoleonstanne bei uns in der Nähe. Ja. Bei dir schwo. Also. Hm. Was ist jetzt gut, oder? I don't know. Doch, glaub schon. Aber irgendwie habe ich so ganz dumpf in Erinnerung von der 5. Klasse. Ganz Schullager. Dumpf im Hintergrund. Schullager. Ich bin jetzt einmal mehr oder weniger am Haus rumgekommen. Aber wir haben 46, 50% geht voran. So. Sieht das große Ganze gedut aus? Ja. So kann sich sehen lassen, muss ich sagen. Jo. Ach ja, Jungs, geht ja auch schon langsam auf die Weihnachten zu, ne? Ja. Flo, darf ich das Video entmonetarisieren? Mit was? Mit einem Lied. Solange du selber singst und nicht von irgendwo Spotify oder was spielen lässt, dann... Ich hätte es von YouTube spielen lassen, aber gut, nee, dann nicht. Nee, weil umso viele Dinge sich kriegen, also... Komm, Entmonetarisierungen? Nee. Weil ich kriege ja da jedes Mal ein Copyright. Ja. Und wenn ich da innerhalb von einer bestimmten Zeit viele krieg, werde ich gebannt. Ah, okay, ja dann. Okay. Nicht ganz so optimal. Ja. Du hast ja erst 2 bekommen, oder? Ja. Nee. Inzwischen sind es 3. Ganz am Anfang. Also Anfang 2020, also nee. Doch. Irgendwann auf jeden Fall, die erste Zeit, wo ich mit YouTube angefangen habe, noch auf der Hinterkaife, habe ich mal eingekriegt, keine Ahnung weshalb. Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Dann löschens einmal bei Rare wegen dem Sunrise. Ich weiß vielleicht warum. Wegen der Werbung für dein Lenkrad. Nein, das habe ich aktiviert. Und das war viel, viel, viel früher schon. Okay, das war keine Ahnung. Das war nicht der Grund. Und außerdem. Dann wegen des einem, wegen der Eisparty auf der Rade. Und dann wegen, ja. Wie viel haben wir Prozent? Ah, wo ist denn hin? Da. 66. Ich glaube, sie wird sich mehr lohnen, wenn wir das da unten machen. Weil das ist der größere Studium. So. Ey. Wir sind halt alle gleich diagonal untereinander. Fällt mir gerade auf. Echt jetzt? Stimmt. Ja, stimmt.
Plus Sebi fährt in die entgegengesetzte Richtung. Oh nein. Oh nein. Warte noch, bleib mal 2 Minuten stehen, dann fahren wir in die gleiche Richtung. Da, nee, das ist 90. Ich hab jetzt das Ende der Bahn erreicht. Jetzt tue ich wenden. Mir mal grad GPS aufwenden. Also. Alles probiert? Ja. Okay. Dann ist gut. Bei mir kommt gerade relativ viel ein Lied, das war mir nicht. Ah, jetzt kommt wieder ein gutes. Es ist vorbei. Ja. Wo ist Spotify? Antenne. Oh. Ein guter Johnny ist komplett weiß. Nein, nein. Oh nein. Das Padina, die gehörst du. Boah, der hat sogar einen Degenhardt-Ding. Geil. Degenhardt Fronthydraulik. So wie unserer. 90%. Ich geht voran. Bist du fertig, oder? Nee, ich meine Flitzen. Okay. Nee, noch nicht ganz. Aber mit Blau, dass fertig sind, ist für die heutige Folge, meine lieben Damen und Herren. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen, ein Träumchen kostet auch keine Cent. Unten bei beiden Kanälen die Glocke, den roten Knopf, falls noch nicht getan, aufwärmen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der wunderschönen Baltixia. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Rolling the dice, praying.